Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, heute entführe ich euch nach Ungarn. Einige wissen ja vielleicht, dass ich ein kleines bisschen Piroschka bin. Ja. Der mich ja auf Insta verfolgt, kriegt ja öfters mit, dass ich ziemlich oft in Ungarn bin. Und bin auch öfters angeschrieben worden, ob ich nicht ungarische Rezepte verfilmen kann. Folgendes, ich würde es unwahrscheinlich gern tun, aber ich koche wirklich ungarisch nur, wenn ich dort bin. Denn es gibt Lebensmittel, die ich hier nicht bekomme und es hier auch dann nicht so schmeckt. Aber es gibt ein paar Rezepte und die werde ich nach und nach dann auch verfilmen, die ich in Deutschland auch kochen kann oder werde oder auch tue. Und eins davon ist der Pusta-Salat. Der, was in Ungarn schon mal war und Märkte besucht hat, so Bauernmärkte, ja, gibt ganz, ganz viele rund um den Plattensee, hat bestimmt auch diesen Pusta-Salat entdeckt, gibt es auch im Lebensmittelladen zu kaufen. Ist praktisch ein Nationalgericht, das essen die Ungarn eigentlich zu allem, zu Gulasch, zu den ungarischen Bratwurst, zu die Blutwurst, zu die Reiswurst. Ja, und das möchte ich mit euch heute verfilmen. Ich habe sie auch eingekocht, damit es auch lang haltbar ist. Und wie ich meinen Pusta-Salat hergestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Und es geht wirklich ratzfatz, ich verspreche es euch. Ja, für unseren Pusta-Salat benötigen wir, ich habe schon alles in einer Schüssel vorbereitet, circa 1,5 bis 2 Kilo Weißkohl. Also meiner hatte jetzt knapp 1,8, wo ich ihn gekauft habe. Dann benötigen wir 2 Zwiebeln, die habe ich jetzt schon geviertelt. Und 3 Spitzpaprika und eine halbe Gurke. Das werden wir jetzt alles hobeln. Ich werde mal einen Gemüsestyler benutzen. Wer ihn nicht hat, tut es ganz einfach mit der Hand hobeln, geht auch. So, unser Weißkraut, ihr könnt auch einen Spitzkohl hernehmen, werde ich auf der dicken Stufe praktisch schneiden. Gehe ich einfach auf dick. Ja, bei der Hälfte werde ich jetzt ungefähr den Mixtopf, ja, ist eigentlich ein Mixtopf, schaut mal, das ist der Rest sozusagen, was drauf ist, einfach in eine Schüssel umfüllen. So, und weiter geht's. Mein Weißkraut ist jetzt geschnitten. Ah, da habe ich noch etwas. Halt. Den machen wir noch mit. Ja, mein Weißkraut habe ich jetzt komplett geschnitten. So. Werde ich jetzt auch umfüllen. Das ist so ein harter Strunk gewesen. Nehme ich jetzt weg. Die Zwiebeln werde ich auf dünn schneiden. Wie gesagt, ihr könnt das alles hobeln. Der Gemüsesteiler ist selbstverständlich eine Arbeitserleichterung, weil es wirklich ruckzuck geht. Ja, also die 2 Zwiebeln habe ich geviertelt oder halbiert und werde ich jetzt auf dünn schneiden. Thank you.
Gurke jage ich einfach hinten dran. Der wird auch dünn geschnitten. Und meine Paprika, die werde ich jetzt tatsächlich so lassen und werde sie auch auf dick schneiden, weil bei dünn ist es mir zu dünn. Also werde ich es auf dick stellen. So, und unser ganzes Gemüse, alles ist klein. Werde ich hier ein bisschen Blatt schaffen. So, werde alles in meine große Schüssel geben. Ein großes Stück, das fische ich gleich raus. So. Und jetzt kommt der Rest alles hinein. Schau mal. Also die Paprika hat jetzt so eine Stärke. Die Gurken sind dünn, so wie sie können. Und die Zwiebeln sind auch dünn. Das duftet schon lecker. Leute, das duftet schon lecker. Und die Zwiebeln, die ärgern mich jetzt gleich. Ich zeige es euch mal, wie es ausschaut. Da braucht ihr mein Geheule nicht, mich nicht angucken. So, jetzt noch einmal. Schaut mal, so sieht alles aus. Also das sind jetzt praktisch die Gurken, die Paprika und das sind die Zwiebeln. Jetzt werde ich Salz nehmen. Bitte nehmt dafür auch ein neutrales Salz, also ohne Jod oder ohne Rieselhilfe, weil das könnt ihr euch das Ganze alles bitter machen. So, und jetzt werden wir das alles vermischen und kneten. Das dauert jetzt ein bisschen. Deswegen nimmt wirklich eine große Schale und wirklich das Kraut ja, so lange kneten, bis das alles weich ist. Und mit dem restlichen Gemüse vermischt ist. Laufen die Tränen. Ja, und so sieht das jetzt alles mal aus. Schaut mal, schaut ja jetzt schon lecker aus, aber schmeckt noch nicht wirklich. Ja, jetzt werde ich nämlich alles in so Gurkengläser füllen. Jetzt einfach reinstopfen und dann machen wir den Sud. Ich zeige euch mal ein Glas. Den Rand machen wir dann später sauber, da müsst ihr jetzt gar nicht so drauf achten. So, und den Rand werde ich dann tatsächlich mit einem Tuch und Essigwasser praktisch abputzen. So, schaut mal. So soll es aussehen. So ein Fingerdick praktisch unterm Rand. Ja, wie gesagt, ich fülle jetzt das in meine Gläser hinein und dann mache ich die Ränder sauber. Und dann machen wir den Sud. Ja, meine Augen haben sich beruhigt. Schaut mal, so sieht es mal aus. Schaut das nicht schon mal mega, mega lecker aus? Ja, jetzt kommt der Sud. Und zwar dafür benötigen wir 1 Liter Wasser. Es kann sein, dass sogar was übrig bleibt, aber lieber haben wir zu viel wie zu wenig.
300 Gramm weißen Essig, also kein Essigessenz, sondern der sollte zwischen 9 und 10% Säure haben. Also Branntweinessig mit 9 bis 10% Säure. 300 Gramm. Gramm Zucker. Da geben wir noch einen halben Teelöffel Salz dazu. Und normalerweise gehören Pfefferkörner rein. Ich mag es aber nicht, auf so Pfefferkörner rumzubeißen, ganze. Und deswegen werde ich jetzt etwas grob gemahlenen Pfeffer dazugeben. Wer es möchte, kann ein bis zwei Teelöffel Pfefferkörner praktisch mit reingeben. Wie gesagt, ich mal's etwas gröber. So, und das wird jetzt aufgekocht, dieser Sud. Und zwar werde ich jetzt 5 Minuten 100 Grad Stufe 1 alles praktisch aufkochen. Ja, ich habe jetzt nach 5 Minuten nur 85 Grad erreicht. Aber ich schaue mal, ob der Zucker auch geschmolzen ist. Ja, ich lasse das jetzt einfach so. Ich tue jetzt keine Zeit mehr dazugeben. So, und das gießen wir jetzt praktisch auf unseren Salat. Der schmeckt jetzt schon lecker. Ich habe schon immer zwischendrin mal etwas Kraut genaschelt. So, und wir achten darauf, dass wir die Gläser nicht ganz voll machen. Denn wir kochen sie ja ein, das ist was ganz, ganz arg Wichtiges. Außer ihr möchtet es am nächsten Tag essen, dann braucht ihr es nicht einweichen. Dann macht ihr einfach. So, fertig, Deckel schließen. So, und jetzt zeige ich es euch mal, wie es jetzt schon mal ausschaut mit dem Sud. So schaut es aus. Deswegen habe ich gesagt, nicht ganz voll machen die Gläser, sondern wirklich daumenbreit praktisch bis dahin füllen. Das ist die Unterseite. So, und jetzt werden wir es einkochen und dafür hole ich euch näher zu mir her. So, jetzt brauchen wir einen großen Topf. Ich tue es praktisch, wenn ich solche Mengen habe, nur im Topf einkochen. Wer natürlich einen Einkochautomaten hat, kann es dort auch einkochen. Im Backofen habe ich nicht so gute Erfahrung gemacht, deswegen empfehle ich es euch jetzt auch nicht, weil wie gesagt, ich kann euch ja nur etwas empfehlen, mit was ich Erfahrung gemacht habe. Da kommt jetzt ein Geschirrtuch drauf, damit die Gläser dann später nicht anfangen zu klappern. Ja, und jetzt geben wir einfach unsere Gläser hinein. Also der Topf sollte wirklich groß genug sein, damit der Deckel drauf passt. Und so könnt ihr praktisch alle Lebensmittel haltbar machen. Nur müsst ihr dann die Zeit ändern. Und jetzt füllen wir nämlich Wasser auf. So, schaut mal. Seht ihr das? Kurz über den Rand. Wenn der jetzt ein bisschen tiefer ist, das macht gar nichts. Ja, jetzt kommt der Deckel drauf und dann werden wir ab der Kochzeit, also ab wann es anfängt zu kochen, 30 Minuten die Zeit stellen. 30 Minuten, nicht länger und auch nicht kürzer. Bei Fleisch, und dann werde ich bloß zwei Stufen runterdrehen, weil man bei 98 Grad ungefähr einkochen tut. Und ja, wie gesagt, wenn ihr sie ganze Zeit 100 Grad habt, das macht dann auch nichts. Bei Wasser wird ja nicht wärmer oder heißer wie 100 Grad. Jo, ab der Kochzeit 30 Minuten. Und wenn ihr Fleisch einkochen wollt oder Wurststoßen oder sonst irgendwas, dann 120 Minuten. Die Temperatur bleibt dann gleich. Ja, so, Deckel drauf und jetzt heißt es. So, ihr Lieben, ich werde euch jetzt reinspiegeln lassen. Ihr macht es aber bitte nicht. Der Deckel sollte nämlich während des Einkochvorgangs wirklich immer geschlossen bleiben. Schaut mal, wenn das jetzt so anfängt, hier zu kochen, das seht ihr, ab dann gelten jetzt die 30
Minuten. Wie gesagt, und jetzt Deckel drauf lassen und nicht mehr reingucken. Im Notfall wirklich kurz runter drehen, aber sollte noch immer kochen, haben wir so viel gesagt. Wenn es blubbert, macht auch nichts. So, 30 Minuten ab jetzt. Ja, ihr Lieben, 30 Minuten sind vorbei. Ich habe jetzt hier, Moment, ich muss schnell mal meinen Deckel auf Seite tragen. Einfach hier einen Rost. Dann habe ich hier ein Handtuch. Und da werde ich jetzt praktisch die Gläser drauf geben. So. Und dann werde ich jetzt ganz einfach das Handtuch drüber geben. Und so lasse ich es langsam auskühlen. Soll ja nicht schnell auskühlen, sonst kann es sein, dass euch entweder das Glas nicht vakuumzieht oder euch zerreißt das Glas. Ja, den restlichen Sud, was ich noch im Thermomix gehabt habe, das habe ich ganz einfach ins Klo geschüttet und nicht gespült. Das ist nämlich auch so ein Kalker. Ja, wie gesagt, ich lasse es jetzt komplett auskühlen. Schmeckt mega lecker. Vielleicht weckt es ein paar Erinnerungen an euch. Viele waren als Kinder öfter schon in Ungarn, als Erwachsene leider hat sich das dann verflogen. Ja, macht es einfach nach und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.